So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es geht weiter auf hoher See. Dann schauen wir uns doch mal um. So, hier haben wir eine Insel. Hier haben wir eine Insel. Mal gucken, was das für eine Insel ist. Revanche-Insel. Gucken wir es uns doch mal an. Willkommen in der Krieger der Wellen. Auf dieser Insel erwarten dich 7 mächtige Pappmacho-Gegner. Wenn du sie besiegst, sollst du belohnt werden. Für jeden Sieger erhältst du mehr und mehr Münzen. Okay. Wann jedoch deine Kraftpunkte auf 0 Game Over, du verlierst die Runde und alles. Okay, der Einsatz von Pilzen ist verboten. Überleg dir gut, ob du nach einem Sieg weiterkämpfen willst oder nicht. Genug davon, die Insel will kämpfen sehen. So, Zeit für Runde 1. Dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Der erbarmungslose Koopa. Goomba meine ich. Der wird kein Problem sein. Zack. Das kämpfe ich gegen alle Riesen, die es quasi gibt, oder wie? So. Ah, ich wollte das jetzt nicht holen. Das war Gegner Nummer 1. Gewonnen. Auf jeden Fall. Ich will gucken, dass ich alle 7 Gegner besiege. Der Shy Guy. So, geben wir ihm mal. Zack, ein Hit noch wahrscheinlich. So. Was kommt als nächstes? Gewonnen! 600 Münzen. Weiterkämpfen. Oh, ein grüner Koopa. Wow. Wow. Zack. Langsam wird das schon Falten hier. Und das war's für den coolen kleinen Freund. Das waren schon 3 Gegner jetzt. Was kommt jetzt für einer? Gegner Nummer 4. Der Buu. Oh, der hat mir gerade noch gefehlt.
Bam. So, haben wir ihn. So, der Buu sieht doch gar nicht mal so schwer aus. Wow, wie schnell der geworden ist schon. Und das war's auch für den Buu. So, das war Kampf Nummer 4. Kampf Nummer 5. Möchtest du weiterkämpfen? Auf jeden Fall. Was kommt als nächstes? Ein Paracooper. Oh je. Ah. Gib mir das Herz. Jawohl, und zack. Jawohl, und erwischt. Den Paracooper ist nicht so einfach zu scherzen. Ach Mann. Boah, zu früh. Das ist echt bescheuert jetzt gerade. Ah Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Also ich will ihn verarschen, gerade. Jawohl. Oh. Und tschüss. Meine Güte, ey. So wenig Leben noch. So, was kommt jetzt für ein Gegner? Oh, es kommt ein gefährlicher Gegner. Bam! Ah, den kann ich jetzt draufkloppen, oder wie? Ah, verdammt. Hab ich ihn jetzt eigentlich erwischt oder nicht? Ein Herzchen! Nein. Bam. Was passiert jetzt? Ah, nein, ey. War einfach zu weit weg. Boah, ich hab doch geschlagen. Wie schnell ich den zurückgeschlagen habe. Boah. Was macht der jetzt? Ah. Nein. Zack! Der spinnt doch, ey. Oh, hab ihn geschafft.
Habe ich alle Kämpfe bestanden? Gewonnen! Pamacho Steinpaar, Spike 5000 Münzen, Spice Geld gesamt 11.000 Münzen. Möchtest du weiter kämpfen? Oh, es kommt ja noch ein Kampf. Was kommt jetzt für einer? Der war ja schon echt schwer, der Gegner. Oh, den muss man zum Bauch legen. Boah. Nein! Ja klar, wie soll man da ausweichen? Boah, ist der heftig. Na gut, dann wird er nicht gefährlich, wenn er so bleibt. Oh. Ah, verdammt, der. Muss gucken, dass er auf jeden Fall nah bleibt. Ach komm! Das wird jetzt richtig bescheuert. Boah. Mann. Ah, das wird bitter nichts. Ey, das darf doch nicht sein. Das, Mann. Boah. Nein. Au. Stirb! Boah, war das knapp. Meine Güte, ey, der Kampf der Riesen. Die Insel ist äußerst auch erfreut und du hast dir dein erkämpftes Preisgeld mehr als verdient. Was ist das? Alle 7 Runden geschafft, 31.600 Münzen gewonnen. Boah. Das ist Geld, was ich dringend gebrauchen kann. Also wirklich. Boah. Eine Menge Kohle. Mit der man auf jeden Fall viel anfangen kann. Die Insel hat einen neuen Champion. Zu diesem Anlass wurde ein neuer Pokal an das Museum geschickt. Cool. Falls dein Kämpfermagen wieder krummelt, kannst du hier jederzeit deinen Hunger nach Kämpfen stillen. Wow, ich habe den Kampf. So, also war diese Insel jetzt nicht vonnöten, um weiterzukommen. Aber Hauptsache ein Haufen Münze. So, aber irgendwo muss es weitergehen. So, was sagt denn der hier? In der mehr gibt es eine ganze. Okay. Oh, diese Fischarmee, ich muss doch irgendwas sein.
Ah, hier kann man direkt in die Stadt zurückkehren. Okay. Gibt's hier nichts auf Obersee. Nur die MS Peach. Vielleicht sollte ich da doch mal gründlicher gucken. Bei der MS Peach. So, gucken wir uns mal um. Ah, würde ich bis jetzt das Haus empfehlen? Die süße Sause. Machen wir mal, ich habe jetzt genug Geld. Okay. Fahren wir mal ins zweite Oberdeck. So, irgendwas muss ja noch passieren. Also ich glaube, ist der Pegas-Vermögen, den... Okay, hier ist auch nichts. Die Schwarze sind jetzt komplett weg. Wer immer hier geputzt hat, kein Fleckchen übersehen. So, hier haben wir mal ein paar Toads. Der Kapitän liebt die MSP schon ihre Namenskapitän mindestens genauso, wie man sieht. Wie lässt der Kapitän mich mal das Schiff steuern? Pfirsichtee ist fertig. Reden wir mal mit dem Kapitän. Ich würde gerne die evakuierenden Passagiere finden, aber die Nebelbank auf dem Weißen Ozean macht das unmöglich. Sollte sich der Nebelspieler jemanden bezogen. Okay, Leute, hier machen wir erstmal einen Cut. Danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Part. Bis dann.